Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Also den kann man nicht an die Sonne stellen und dann kühlt er, sondern der läuft mit 12 Volt ab einer Batterie beispielsweise. Dieser Kühlschrank hat kein Eisfach, also er ist ein reiner Cooler. Ich habe hier den Katalog 2022 und hier haben wir diesen Kühlschrank. Das verlinke ich euch natürlich unten drin. Diese Energieklasse A++, die haben wir nicht mehr, die können wir entsorgen. Dafür haben wir jetzt Energieklasse A bis G. Dieser Kühlschrank hat keine Energieklasse, da er nicht am Netzstrom betrieben wird. Wir können ja auch den gleichen Kühlschrank nehmen, den gibt's, weil wir kaufen die auch zu und bauen dann die auf 12 Volt. Dieser Kühlschrank, der braucht, wenn man ihn an 220 Volt Kühlgerät anschaut, 77 Kilowattstunden im Jahr. Jetzt rechnen wir das durch 365, dann kommen wir auf 210 Wattstunden pro Tag. Wenn ich hier diese Angaben anschaue, nach DIN, deutsche Industrienorm, dann braucht dieser Kühlschrank 350 Watt. Also das heißt, er braucht 50% mehr als 50% mehr wie das 220 Volt Gerät. Kann gar nicht sein. Nur, wenn ich jetzt hier die 200 Watt angib und wir rechnen mit den 200 Watt, dann wird es euch jede Solaranlage überschlagen. Weil wir kommen hier mit 150 Watt Solarleinleistung durch und wenn ihr das anders rechnet und einen Standardkühlschrank nimmt, die Energiewerte, erreicht ihr die Leistung nicht. Jetzt kann ich natürlich einen Kühlschrank nehmen, Haushaltskühlschrank, und betreibe den nicht mit der Batterie, sondern mit so einer Batteriebox oder einer Powerstation oder sonst was, wo der Wechselrichter drin ist. Oder ich nehme die Batterie und den Wechselrichter in Kombination, kommt aufs Gleiche raus. Dann braucht der Kühlschrank, der gleiche, doppelt so viel Strom, weil ich den Verlust habe von Wechselrichter und dann direkt den Kühlschrank betreiben. Dann braucht ihr um die 300 bis 400 Watt Solarzellen, um den zu betreiben. Also das geht, ich brauche einen Wechselrichter, den habe ich vielleicht schon, aber ich brauche noch eine doppelt so große Solaranlage. Jetzt kann man sagen, ja gut, dieser Kühlschrank kostet 900, sagen wir 1000 Schweizer Franken oder Euro. Der Wechselrichter, ich brauche einen 1000 Watt Wechselrichter, dass es mindestens funktioniert. Das hat mich mal einer gesagt, es geht auch mit einem 800 Watt. Aber das spielt da vom Preis her auch nicht mehr so eine Riesenrolle. Wichtig wäre ein Sinus, wenn ihr den einen Standardkühlschrank nehmt. Nur eben, es macht, hier sind wir, ich sag mal, so einen Kühlschrank kriegt ihr heute für 200, 300 Euro. Wir sind hier 700 Euro teurer oder Franken teurer als ein Standardkühlschrank. Jetzt nehmen wir den Wechselrichter. Ein vernünftiger liegt auch bei 300 Euro. Das heißt, ich habe hier noch eine Differenz. 700 mehr minus die 300 von Wechselrichter, 400. Und für 400 muss ich jetzt 200 bis 300 Watt mehr Leistung an der Solaranlage bringen. Ich brauche auch eine größere Batterie, dass ich mehr puffern kann. Und dann geht die Rechnung nicht mehr auf, wenn ihr sagt, ich kaufe mir einen Standardkühlschrank und dann verzichte ich auf den teuren Kühlschrank für 1000 und investiere das Geld in die Solaranlage und in die Batterie.
aber die Rechnung geht nicht auf. Der Solarkühlschrank ist schlussendlich günstiger, wirtschaftlicher und ihr braucht weniger Solaranlage für das Gleiche zu betreiben. Hier habe ich einen Katalog, das ist Bauhaus und die bieten Solaranlagen an. Die sind okay, aber hier steht, ein Kühlschrank braucht 80 Watt und kann dann 7,5 Stunden im Tag betrieben werden mit dieser Solaranlage. Wenn ich jetzt aber diesen Kühlschrank nehme, der braucht dann 14,7 Watt. Ihr seht den Unterschied, die Empfehlung mit Wechselrichter oder direkt ein solargetriebenes oder 12 Volt getriebenes Kühlgerät. Ich mache euch hier im Vergleich noch, wo ich beide Werte nehme, Wechselrichter, Nicht-Wechselrichter, hier unten den gleichen Kühlschrank mit dem Eisfach, die einen wünschen es. Und unten dran verlinke ich euch logischerweise den Katalog mit den technischen Daten und den Preisen und noch ein paar Fragen dazu. Interessant zum Durchlesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.